Das Wort hat nun Herr Hackbusch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Herr Kluth eine Meinung, die wir schon in der letzten Zeit genannt hat, hier auch ein bisschen näher kommt. Ich glaube, dass es auch richtig ist. Und ich freue mich auch ein bisschen darüber, dass das Thema, was wir angemeldet haben bei der letzten Bürgerschaftssitzung, ganz am Ende, wo alle uns ein bisschen belächelt haben, wieso HSH Nordbank, dass uns da die Realität in gewisser Weise Recht gegeben hat. Wir werden gegenwärtig ständig mit diesem Thema beschäftigt, aber leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir praktisch aktiv agieren können, sondern der Senat und auch die Bürgerschaft ist gegenwärtig getrieben. Das ist ein schlechter Zustand für die Politik und dementsprechend bin ich über diesen Zustand sicherlich nicht froh. Ich will Ihnen auch sagen, unabhängig von den Personalfragen, bedeutet einfach das Interview, was Herr Koppert gegeben hat und die Informationen, die wir erhalten haben, dass auf 10 Milliarden Bürgschaft Erhöhung wieder erhöht werden soll, ein Zeichen dafür ist für eine dramatische Situation in unserer Stadt. Das ist so etwas wie eine Staatskrise, muss man sagen, weil das, was dort an Geldern, an Gefahren vorhanden sind und wie schnell sich das praktisch realisiert haben, da soll keiner irgendwie beruhigt sein. Das ist so dramatisch, wie man sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen kann. Ich habe schon gestern das Beispiel genannt, alleine, was heutzutage ja keiner mehr diskutiert hat, alleine die Ablösungssumme für Herrn Lerbinger bedeutet 30 Jahre Spielerhaus Neuwiedental. Nur mal dieses kleine Beispiel. Das ganze andere sind unvorstellbare Summen. Deswegen ist das einfach eine riesige kritische Situation. Und ich finde das unvorstellbar, meine Damen und Herren. Und das ist eine sehr kritische Angelegenheit, dass wir nicht in Ruhe hier drüber diskutieren, sondern ein Aufsichtsratsvorsitzender Koppert dort die Marksteine setzt, der erstens hat die Unverschämtheit zu behaupten, das macht doch nichts, wenn 10 Milliarden, das ist doch nur was Virtuelles, das zählt doch gar nicht. Meine Damen und Herren, wir als Stadt sollen Milliarden zur Verfügung stellen dort, die jederzeit abgerufen werden können. Und Herrn Koppert sagt uns, das macht doch gar nichts, das ist doch gar kein richtiges Geld. Dieser Herr ist nach meiner Meinung nicht weiter so in dieser Position zu lassen. Ich will Ihnen auch sagen, wie Herr Koppert umgeht mit der Stadt. Alleine im Zusammenhang mit der Personalie, da geht es mir nicht um die Personalie genauer zu diskutieren, aber die Art und Weise ist eine Unverschämtheit. Er hat diesen Herrn ausgesucht. Er hat Herrn Lerbinger gesagt, dass er die richtige Position dafür ist und kommt plötzlich nach einer gewissen Zeit auf die Idee zu sagen, das ist nicht mehr der Richtige. Und wie wir mehr oder weniger durch die Presse erfahren haben, erfährt der Anteilseigner, wir, die Stadt, das erst im Nachhinein. Das ist schon frech. Dann setzt er ein, Herrn Österreich. Meine Damen und Herren, was hat denn dieser Mensch gemacht in der letzten Zeit? Er war Finanzverantwortlicher in der Bank für diesen Bereich. Das heißt, verantwortlich ebenfalls für diese Entwicklung. Wo soll denn die Begründung dafür herkommen, dass er in gewisser Weise das besser machen kann? Das sehe ich an keinem Punkt. Da gibt es eine selbstherrliche Aufsichtsratsvorsitzende, der dort in gewisser Weise bestimmt. Und Herr Quast, an diesem Punkt bin ich besonders entsetzt. Was ist jetzt die Begründung dafür, zu sagen, dieser Aufsichtsratsvorsitzender? Und der Hinweis, den hat gestern schon der Bürgermeister in keiner anderer Form gegeben, ist nach dem Motto, ja, ihr CDUler und die Grünen, die haben den doch vorgeschlagen. Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, zu sagen, dieser Herr wäre der Richtige, weil die Vorgängerregierung das vorgeschlagen hat. Was ist denn das für ein sozialdemokratisches Selbstbewusstsein? Wie kann man auf die Idee kommen, denjenigen, der in gewisser Weise einer der wichtigsten Menschen der Bankenkrise gewesen ist, einer der größten Spieler in dieser Republik, zu demjenigen zu machen, der das verantwortlich machen kann? Ich finde, das ist eine unvorstellbare Situation. Dafür tragen Sie die Verantwortung. Und Herr Quast hat auch nichts anderes gesagt, als früher haben die das doch gemacht. Bitte sehr, ist das gutes Regieren? Nein.